finden im Innenraum Platz der kompletten Ausrüstung. Sehr schön zu sehen, das abgestufte Tandem-Cockpit, um auch den hinteren Piloten entsprechendes Sicht nach vorne zu geben. Der Entwicklungsbeginn der MI-24 war bereits Mitte der 60er Jahre. Also dazu mal stellten sie mehrere Geschwindigkeits-Weltrekorde, Hubschrauber auf. Ihre maximale Geschwindigkeit an die Platzwahl an die 370 Kilometer pro Stunde.
Meter zum Displays. Bei seinem Training hat er sich abschließend noch einmal kurz verbeugt, bevor er dann wieder zurückgeflogen ist. Seine Nachposition. Jetzt hat er noch einen Steigflug. Diese Verfolgung wollen wir uns nicht entgehen.